Aziz Bouadous hauchte dem MSV Duisburg wieder Leben ein. Sein goldenes Tor gegen Viktoria Berlin vor der Länderspielpause lässt Duisburg wieder hoffen. Auf der anderen Seite Sascha Mölders, der Ex-Duisburger und das Ruhrpott-Team. Für ihn sind solche Spiele immer etwas ganz Besonderes. Genau wie für die Fans. Noch einmal 15.000 im Grünwalder Stadion in den kommenden Wochen wird die Kapazität Corona-bedingt wieder deutlich reduziert. Die Münchner Löwen in Weiß und Blau nach 8 Minuten direkt mal mit Münchens feinstem linken Fuß Mölders mit einer starken Einlage. Alle waren direkt voll auf Betriebstemperatur. Nur 2 Minuten später, 10. Spielminute, Stoppelkamp mit tollem Tänzchen. Und im Zentrum, wer wartet da? Aziz Bouadous. Er macht es schon wieder. Genau wie gegen Berlin mit Köpfchen. Und Stoppelkamp mit einer prima Vorarbeit. Lester Wein keine Chance. In der Folge dann Gembalis mit dem Elfmeter-Foul nach 15 Minuten an Stefan Lex. Eine klare Sache vom Innenverteidiger, der als Außenverteidiger aushalf. Dann Philipp Steinhardt mit der Ausführung. Punktgenau kam er zurück nach seiner Muskelverletzung. Der Elfmeter-Profi und markiert nach 16 Minuten das erste Tor für die Löwen. Auf der anderen Seite wieder Bouadous. Der hat hier das 2:1 für Duisburg auf dem Fuß, das Aluminium rettet. Damit ging es dann in die Halbzeitpause. Hagen Schmidt, es ist sein 4. Spiel als Cheftrainer des MSV. Er konnte mit dem ersten Durchgang zufrieden sein. Aber im zweiten kam dann die Show von Sascha Mölders. Führungstreffer nach 54 Minuten. Wie gut macht er das, bitteschön? Nimmt es da mit 2 Duisburgern auf und dann ganz trocken in die kurze Ecke. Keine Chance für Weinkauf. 5. Saisontor für Sascha Mölders. Aber der MSV hat auch einen ganz feinen Fuß. Und zwar Stoppelkamp. Schon wieder schepperte es im Gebälk. Insgesamt in dieser Partie 4 Aluminiumtreffer. Und auch diese Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. In der Folge wurde es dann so richtig kurios. Schon wieder Gembalis gegen Lex. Und schon wieder gibt es 11 Meter. Gembalis also zweimal der Schuldige. Und auch zweimal tritt Philipp Steinhardt an. Aber beim zweiten Mal scheitert er an Weinkauf. 65 Minuten waren da gespielt. Duisburg also noch drin im Spiel. Und die hatten einen Mann, der momentan alles kann. Orhan wurde wieder zum Torhahn. Was für ein Abschluss von Ademi. Ganz, ganz klasse gemacht. Nimmt den Ball direkt aus der Luft zum 2:2 nach 69 Minuten. Es war unglaublich intensiv und rassig in dieser Partie. Und es war noch nicht Schluss. 73. Spielminute. Wieder Lex mit Übersicht. Und da kommt Marcel Beer. Und er macht tatsächlich das 3:2. Lex an allen Toren beteiligt. Und das war der fulminante Schlusspunkt für die Münchner Löwen. Sie ziehen dieses Spiel und sind überglücklich. Also müssen wir nur ins Gesicht schauen. Also, überglücklich. Das macht vieles aus. Wir haben hart gearbeitet. Jetzt die letzten 2 Wochen. Und ja, wollten den Bock nochmal umstoßen. Also letzte Woche, vor 2 Wochen war das Spiel nicht gut. Und ich denke, das war eine gerade zweite Halbzeit eine sehr ansprechende Leistung von uns. Es tut natürlich sehr, sehr gut für uns. Ne? Ja, sicherlich jetzt erstmal kurz nach dem Spiel definitiv schwierig. Ja, aber ich denke, insgesamt war hier nicht die schlechtere Mannschaft verloren. Ich denke, es war erstmal Werbung für den Fußball, ja, was das Spiel betrifft. Und dann muss ich trotzdem sagen, ja, haben wir schon heute ein Stück weit was hergeschenkt. Weil ich glaube, hier war viel, viel mehr drin für uns. Für meine Griffe waren wir die bessere Mannschaft. Tolles Comeback der Münchner Löwen nach der 1:3-Pleite in der Vorwoche gegen Osnabrück. Und für den MSV heißt es weiter ein kriseliges Jahr. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.